Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch mein Rezept präsentieren. Das sind die Geflügel-Hackbällchen aus Pute, kann man auch aus Hähnchen-Hackfleisch das zubereiten. Und es wird ein bisschen so besonders zubereiten. Ich denke, das ist besonders, weil es wird mit so einer leckeren Zwiebel-Sojasauce gemacht und duftet sehr lecker und schmackhaft, echt wirklich köstlich. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie habe ich dieses Gericht zubereitet, dazu habe ich noch auch Reis gemacht und ein schönes Gemüseteller. Dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß beim Nachkochen und danach einen guten Appetit. Es ist sehr lecker. Folgende Zutaten habe ich mir für dieses Rezept vorbereitet. 400 Gramm Putenhack ist noch nicht gewürzt, werden wir würzen. Für unsere leckere Zwiebelsoße, das wird so eine richtig sämige Soße, habe ich 3 Zwiebel vorbereitet. Es brauchen wir wirklich viel Zwiebel. Hier habe ich noch 3 Knoblauch, die kommen dann in gehacktes. Dann für die Soße brauchen wir noch Butter und ein paar Gewürze. In meinem Fall habe ich jetzt hier angefrorene Knoblauch mit Schnittlauch zusammen gemacht. Für die Karamellisierung von den Zwiebeln brauchen wir 1 Esslöffel braunen Zucker, ungefähr so halbe Esslöffel oder gestrichene Esslöffel Mehl zum Andicken. Dann für den Geschmack brauchen wir Sojasauce und obendrauf zum Servieren brauchen wir, wenn ihr das mögt, Sesamsamen. Für die Gehacktes brauchen wir nur Salz, Pfeffer, vielleicht noch Paprika edelsüß und Kräuter. In meinem Fall habe ich so einen Mix angefrorene Kräuter, das ist der Schnittlauch, Dill und Petersilie gebe ich dazu. Aber bevor wir Gehacktes machen, stellen wir schon unsere Zwiebel zum Schmoren, weil er muss richtig so weich gekocht oder geschmort werden. Dafür schneiden wir unsere Zwiebel in so eine feinere Halbkreise. So, Zwiebel haben wir fertig und jetzt können wir den Töpfchen auf den Herd stellen. In die Töpfchen gebe ich 60 Gramm Butter. Aber alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten wie immer in der Beschreibung. So, stelle ich auf den Herd zum Schmelzen. Und in dieser Zeit können wir schon fertig unser Hackfleisch zubereiten. Geben wir etwas Salz, nicht viel Salz, weil ich gebe auch noch ein kleines Schlückchen von der Sojasauce. Und die Sojasauce gibt diesem Gehacktes so was wie Geschmack von dem Rinderfleisch. So, dann geben wir unsere Kräuter, klein gehackte Kräuter oder frische Kräuter oder wie in meinem Fall gefrorene. Dann mag ich gerne auch noch Knoblauch dazu geben und etwas Pfeffer. Werden wir Gehacktes richtig schön mit den Hand, aber so ein, zwei Minuten richtig so verkneten. Ihr merkt dann, euer Hack wird auch etwas fester. Hier kommt kein Ei und kein Semmel mehr. Nix. So wie es jetzt ist, ist das gut. So, lassen wir es mal an die Seite stehen und jetzt erstmal gehen wir ans Herd und machen wir unsere Zwiebelsoße fertig. So, Butter ist geschmolzen, jetzt geben wir unsere ganze Zwiebel rein. Werden wir erstmal unsere Zwiebel kurz anbraten, dass es so weich wird. Ganz bisschen kann man von dem Salz geben, aber nicht viel. Weil wir werden danach mit der Sojasauce arbeiten und Sojasauce, wie ihr wisst, ist salzig. Deswegen mit dem Salz sehr sparsam sein.
nur jetzt ein ganz bisschen, dass die Zwiebel schneller Wasser lässt durch das Salz. So, ungefähr habe ich fast 3 Minuten jetzt angebraten. Es fängt sogar unten schon ein bisschen so wie so angebratenes sein. Jetzt kann ich diese Knoblauch mit dem Schnittlauch dazu geben. Sonst kann man das rauslassen. Es muss nicht unbedingt sein. Dann Zucker zum Karamellisieren. So, mein Würfel jetzt ist aufgetaut, hat sich gut verteilt. Und jetzt können wir obendrauf Mehl dazu geben, dass wir danach eine schöne sämige und etwas angedickte Soße haben. Und lassen wir jetzt auch kurz noch mit dem Zucker und Mehl so vielleicht auch wieder 1-2 Minuten anbraten. Mein Herd steht etwas mehr als Mittelhitze. So, es ist ungefähr 1,5 Minuten. Ich habe immer wieder umgerührt, dass unten das Mehl nicht anbrennt. Und jetzt können wir Sojasauce und Wasser dazu geben. Dafür nehme ich erstmal nur 100 ml Wasser und ungefähr fast so viel gebe ich auch Sojasauce oder so 175. 75 ml habe ich jetzt Sojasauce genommen und 100 ml Wasser gebe ich jetzt dazu. Es muss so viel Flüssigkeit sein, dass unsere Zwiebel steht in Flüssigkeit. Aber nicht zu viel, sonst wird dann die Soße auch zu dünn. Müssen wir dann immer wieder eindicken. Ich probiere erstmal, wie salzig ist. Ja, das reicht. Mehr darf gar nicht sein. So, jetzt werden wir das zumachen und werden wir jetzt die Zwiebel so lange kochen, dass er richtig schön weich sozusagen auseinanderfällt. Und dann pürieren wir es. So, ungefähr 5 Minuten köchle ich das schon. Und ich habe schon ungefähr 100 ml Wasser noch dazu gegeben, weil es war viel, viel zu dick. Jetzt können wir unsere Zwiebel pürieren. Nehme ich etwas von dem Herd runter. Und ihr könnt schon auch eure Beilage kochen. Was wollt ihr dazu haben? In meinem Fall heute wird es Reis. Die Zwiebel jetzt richtig fein, glatt pürieren. So, jetzt können wir unsere Soße natürlich probieren. Es fehlt hier noch ein bisschen Pfeffer und ein bisschen so Schärfe. Da gebe ich noch Paprika Edelsüß und etwas Cayenne und Chili Mix. Schaut bitte nach dem Konsistenz. In meinem Fall merke ich, es ist immer noch ein bisschen zu dick. Deswegen gebe ich noch ein bisschen Wasser dazu. Weil jetzt in diese Soße werden wir unsere Hackbällchen reinlegen, dass er uns unten nicht anbrennt von so einer dicken Soße. Gebe ich noch ganze 100 ml Wasser. Sehr lecker. Der Geschmack von Sojasauce und Zwiebel echt himmlisch. So, stellen wir wieder auf die Hitze und machen wir unsere Hackbällchen. Dafür habe ich mir jetzt ein Schüsselchen mit dem kaltem Wasser genommen. Und unser Hackfleisch. Und ich nehme ein Eisportionier, dass die ungefähr alle so gleich sind. Ich nehme so Hand ins Wasser. Und legen wir die in die Soße rein. So machen wir die alle fertig. Und köcheln wir die in diese Soße nicht so stark. Ungefähr so 15 Minuten. Dann sind die fertig. In dieser Zeit ist auch dann Reis oder Kartoffel oder Nudel, was sie dazu macht, wird auch fertig und kann man dann schon servieren. Genau 10 Stück kommt heraus. So, lassen wir es mal aufkochen und dann die Hitze runterschalten und 15 Minuten köcheln lassen.
Es sind noch 5 Minuten bis unsere Hackbällchen fertig, aber wir können auch noch einen schönen Gemüseteller uns machen oder einen Salat oder einfach als Teller. Ich mag gerne so einfach Gemüse schnippeln und verteilen und obendrauf Dressing und jeder nimmt sich das, was er gerne möchte. Ich habe mir jetzt ein bisschen Salat vorbereitet, ein Stückchen Gurken, eine kleine Möhre, Avocado und 2 Tomaten. Und dann mache ich es alles auf den Teller. Ich habe alles schon abgewaschen, alles schon sauber. Brauchen wir jetzt nur Schnippel. Einfach schön roh. Mörchen kommt einfach, weil es schön ist. So, und fertig unsere Gemüseteller. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Dressing. Dafür nehme ich Zitronensaft. Und geben wir da Kräuter. In meinem Fall habe ich so ein getrocknete Kräuter, mir so einen Mix gemacht. Gebe ich so einen Teelöffel. Da ist auch ein bisschen Salz schon. Deswegen nehme ich nur ein bisschen Salz. Etwas Paprika, Rosenscharf, schwarze Pfeffer und ganz bisschen Zucker oder Honig, was ihr da habt. Schön verrühren, dass den Salz und Zucker sich auflöst und geben wir das über unsere Gemüse. Wenn ihr ganz normale Öl nehmt, könnt ihr auch gleich Öl dazu geben und vielleicht sogar auch ein bisschen Senf. Ich nehme aber ein besonderes Öl und die habe ich bekommen von meiner Zuschauerin aus Österreich. Das ist ein schwarzes Kürbisöl und es schmeckt so gut. Wahnsinn! Es ist richtig so ein schwarzes Öl. Sehr nussig und schmeckt es wirklich sehr lecker. Und Dankeschön für dein Paket und für so viele Leckereien, Ingrid. Dankeschön. Echt sehr, sehr lecker. So, und jetzt können wir auch schon unsere Mittagessen servieren. Unser Teller ist fertig. Eventuell mag ich zum Beispiel überall auch Sesamsamen, aber schon geröstete. So, meine Lieben, wir können unsere Mittagessen jetzt servieren. Oder ihr macht ihr gleich auf den Teller oder ihr könnt natürlich alles in eine Schale, wenn ihr das an den Tisch stellt. Schaut, wie toll sehen die aus. Nichts, was auseinandergefallen, obwohl wir haben kein Ei und kein Semmelmehl reingemacht. Alles perfekt. Eine schöne, leckere Soße haben wir dazu. Ja, sehr viel Soße. Einfach lecker. Dazu machen wir auch noch Sesamsamen. Das gehört zur Deko. Und kann man natürlich auch mit dem grünen Kräuter das servieren. So, dazu gebe ich noch Reis und unsere Gemüseteller. Was will man da noch mehr? Es ist doch ein sehr leckerer und ich finde sehr schönes Mittagessen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren dieses wunderbare Geschmack von dieser Zwiebelsoße mit Sojasauce. Wirklich sehr, sehr lecker. Ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!